Den hau ich, dem bringe ich das Lesen bei. Dem wird das Lachen schon vergehen. Warum bringe ich dem eigentlich das Lesen bei? Was ist denn das für ein sinnloser Satz? Egal, so gehört sich das Let's Play. Ich weiß doch, dass der hier irgendwas. Naja, fahren wir weiter. Keine weitere Beachtung. Okay, ich sehe ihn einfach nicht. Egal, was du mir sagen möchtest, du machst es nicht verständlich. Schön. Ah, verdammt. Ah, verdammt, nochmal. Au. Sag mal, ich treffe doch heute noch, oder? Ach, komm. Oh, das war jetzt aber sehr schlecht. Das gibt's doch nicht. Oh, 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 oh. Entweder einer steigt aus. Ja, das ist nichts geworden. Hier, Medikit und, ach, alles, was dazu gehört. Na, hast du es gegessen, oder? Hm, lecker. Medikit. Hm, Medikit. Nochmal Medikit. Weil es so viel Spaß macht. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist nicht schön. Okay, wir sind doch nicht das beste Team. Hält sich relativ ausgeglichen, aber G ist halt da hinten. Wow. Was ist denn das für ein komisches Ding? Das war jetzt auch die unschlauste Taktik von mir. Mal schauen, wo der Gegner ist. Irgendwo muss er ja sein. Wahrscheinlich hinter mir. Einfach nochmal rumlaufen. Wer hat euch schon die Lust an mir verloren? Haha. Ja. Wie gesagt, das Niveau steckt auch nicht im Single Let's Play. Naja, das habe ich noch nie erwähnt, aber ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Schön. Das heißt, wir haben jetzt... Ach komm. Jetzt darf ich da wieder hinrennen. Das heißt, wenn es scheiße läuft, dann sehen die mich. Wenn es gut läuft, dann habe ich jetzt vorerst mal meine Ruhe. Okay. Da ist mein Medipack. Wenn es auch nur das Kleine ist. So. Ja, irgendwie schaut das nicht so gesund aus hier. Ich muss sagen, irgendwie habe ich mit offenen Maps so meine Probleme, gerade zumindest, oder allgemein. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen. Ah, verdammt. Den hätte ich treffen müssen. Ach, übrigens steht immer noch dran, Shining Surf, für alle, die sich für die Battlelog-App interessieren. Yep. So, komisches Intervall. Ach ja, toll. Eigentlich ist G der sinnvolle Einstiegspunkt. So. Können wir jetzt mal schauen, ob wir... Okay, wir haben ein bisschen was getroffen. Hilfe bei Kill, das reicht mir schon ein bisschen. Wow. Oh, sag doch gleich, dass da ein Panzer ist. Ah, sag doch gleich, dass da zwei Panzer sind. Alter. Kinders, ihr müsst mir schon Bescheid geben. Ich bin noch so jung. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Was wird denn mit der Welt ohne mich? Wahrscheinlich eine bessere, aber... Nein, was wird denn aus einer Welt ohne mir? Da flacke ich mich lieber hinter das Gesindel. Hinter das Gestein. Oh. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich.
Ach, da ist ja noch ein anderer Kollege. Hallo, hallo. Oh, da fallen sie ja massenweise runter. Ich laufe, ich überlebe. Ich versteck mich. Ja, das ist so ein Grundprinzip. Ja, hallo. So. Na, toll. Weil irgendwie ist das hier so ein Ball hin und her gespielt. Wow. Okay. Also festgehalten, gegen einen Panzer hat man null Chance. Dieses Hut ist jetzt auch nicht das Genaueste und... Ach, egal. Und wir sterben heute oft. Für alle, die weniger oft sterbende Leute sehen wollen, die müssen sich einfach ein anderes Video anschauen. Es tut mir leid. Sag mal, ist das ein Kettenfahrzeug oder warum klippert das so? Schön, dann fahren wir mal zu unseren Kollegen zu Foxtrot. Was ist das für ein Panzer? Das weiß ich noch nicht so genau. Das muss ich noch herausfinden. Okay. Scheint wohl ein besserer MG-Panzer zu sein. Ja, warum fahre ich eigentlich hinten raus? Boah, das war mies. Boah, ihr seid so gemein. Wieso könnt ihr mich nicht einmal leben lassen? Mensch, Kinder, ich möchte doch auch nur überleben. Nein, ich werde garantiert nicht von diesem Panzer umgebracht. So weit kommt's ja noch. Der bringt mich jetzt nicht um. Verstecke ich mich. Behalt die Kontrolle. Ach nee, doch nicht. Okay, heute nicht, aber morgen vielleicht. Was ist denn da wieder unterwegs für ein Gesindel? Oh, schaut doch nach einem Panzer der runden, gesünderen Art aus. Nein! Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft? Boah, ey, ich hasse diese Waffe. Ich hasse sie. Die ist immer dann leer, wenn man es am wenigsten braucht. Sie macht zwar mehr Schaden, aber sie ist immer genau dann leer, wenn ich sie nicht brauche. Hm, was gibt's denn noch? Ja, dann nehme ich doch lieber die hier. Rotpunktvisier, Laservisier, Mündungsbremse, ja. Das ist mir viel lieber. Boah, das, jedes Mal denke ich es mir. Jedes Mal passiert es nämlich immer genau dann, wenn ich es nicht brauche. Vielleicht tue ich mir mit der Waffe leichter. Ich bin mir nicht sicher, ob das die jetzt eine akute Verbesserung bringt, aber vielleicht hilft mir das ja. Es gibt ja dieses ominöse Waffengesetz. Okay, für alle, ihr dürft jetzt gerne unter die Kommentare Hashtag Facepalm schreiben. Vote next map. Ja, vielleicht. Müsst mir bloß sagen, was. Okay. Ich glaube, Root Transmission war gar nicht mehr so schlecht. Machen wir doch mal, 1. Genau. Machen wir. Wow. Ja, der Panzer schaut cool aus. Ja, der wartet wieder nicht auf mich. Ach, egal. Gerade dass du zu die 3 Key-Eingaben gleichzeitig verarbeiten kann. Na, ja, das geht ja nur für einen. Oh Mann. Ich dachte, ich hätte bei dem Panzer wenigstens Glück. Ja, man soll sich nicht immer auf andere verlassen. Ich weiß. Man muss schon sagen, das Spiel sieht verdammt gut aus. Auf Ultra ist recht, aber Ultra ist der Status irgendwie von spielbar nicht mehr hundertprozentig gehen. Ich weiß auch nicht warum. Das Einzige, woran es liegen kann, also es könnte an der Festplatte liegen oder es könnte halt am Prozessor liegen. Wobei beide, ja gut, die Festplatte am ehesten noch. Mein Prozessor ist jetzt auch nicht der schlechteste, aber man weiß es nie.
Weil Festplatte wäre jetzt echt ein bisschen seltsam, aber pff. Natürlich bringt eine SSD mehr drauf als ein. Was eine HDD, was an Geschwindigkeit geht. Speicher jetzt nicht unbedingt. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier nicht gleich wieder sterben, wenn wir in die Ecke rennen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Aha. Okay, ein toter Freund soll mich warnen. Ja, gut, Kollege. So. Wahrscheinlich renne ich die ganze Zeit an Gegnern vorbei. Schön. Greift jetzt das Einsatzziel an. Ja, bitte, ich hätte bloß gern. Aber nicht ohne Wagen. So. Das ist sehr schön. So. Das war mal ein Ausweichmanöver erste Klasse. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich es machen soll. Ah, schien mir jetzt das Nettere. Ja, ich weiß, Autos sind nicht die leistesten Dinger. Wenn es darum geht. Ah, der Gegner hat es gerade auch nicht gepeilt. Ich fahre mal ein bisschen außen rum. Ich will nicht unbedingt gleich sterben. Oh yeah. Also wer ungefähr genauso viel sieht wie ich, der ist... Gut, und ich sehe nämlich nichts. Ja, ich habe jetzt keinen Verbündeten... Ah, Commander. Der mich vorher solchen Sachen warnt. Das ist cool, wenn nämlich einer Commander spielt und, man dann eben skypt, dann kann nämlich der eine nämlich sagen, hey, Junge, pass auf, da ist ein Gegner. Das macht das Leben einfacher. Das ist jetzt Warehouse. Ja, Einsatzziel Alpha haben wir mal natürlich wieder nicht. Oh, mei, was soll's. Wir sollen das übrigens angreifen. Also, naja, das sind halt wieder diese typischen Befehle. So. Ha, cool. Ich habe einen Ribbon bekommen. So, okay. Ihr flüchtet alle so in die Richtung. Ich laufe einfach mal hinterher. Man kann hier nichts anderes als laufen. Ist ja freie Fläche, also. Finde ich mir recht scheiße. Da war doch gerade noch einer. Nein, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber wenn es sein muss, töte ich auch den Gegner. Ah, scheiße. Größte Fehlentscheidung ever. Wenn du schon kein Defi rausholen kannst, dann ref auch keinen. Na. Das sind immer noch die Sachen. Ich komme noch nicht hundertprozentig mit dem Spiel zurecht. Wird wahrscheinlich noch niemandem aufgefallen sein, so... Gar nicht oder so. Überhaupt nicht. Ich bleib doch lieber hier. Revanche und gleichzeitig erschossen worden. Naja. Das muss ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig verstehen, oder? Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie er mich erschießen konnte. Kam jetzt schon wie ein durch die Wand vor. Versuchen wir mal zu fliegen. Das hat ja schon in der Vergangenheit gut funktioniert. Ach, tatsächlich, ich fliege. Oh mein Gott, ich fliege. Das ist eine. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich fliege, ist das nie ein gutes Zeichen. Kann ich hier auch schießen? Nö. Aber ich kann fliegen. Auch nicht schlecht. No.
Man muss ja mit dem leben, was man hat. So. Eigentlich will ich ja mit Joystick fliegen, schon die ganze Zeit. So, naja, fliegen wir mal. So, ich weiß nicht, ob ich das Ding noch mehr unter Kontrolle bringen kann. Oh, verdammt. Dann doch nicht so geklappt, wie ursprünglich erwartet. Naja. Jetzt könnte man sagen, kann schon mal passieren, aber bei der KD würde ich schon sagen, das heult schon quasi nach Fehler. Ich steige jetzt bei anderen mit ein, das ist immer eine gute Idee. Na, jetzt bin ich natürlich kein... Flieg mal, flieg, flieg! Ja, du kannst auch scheiße fliegen, aber ich will nicht, dass du scheiße fliegst. Oh, bitte Kind, lass mich fliegen, wenn du es nicht kannst. Ja, das ist schon angenehm. Er konnte es nicht und springt... Ich meine, ich kann es auch nicht. Aber ich habe es nie behauptet. Bloß, dass so ein Heli natürlich auch einen heilen Lärm macht. Ah, überlebt. Like a boss. Endlich. Und nicht überlebt. Like a boss. Na, schon wieder. Wobei, mir kam es noch viel mehr Tode vor. Und 15 ist jetzt auch keine... Das ist eine tolle KD, aber... Ich hatte schon Schlimmeres. Ah, lol. Kann ich hier etwa? Oh! Aber ich kann doch noch weniger in Chat fliegen. Wir kontrollieren jetzt Einsatz in Alpha. Ich meine, okay, mir ist schon klar, die Chats, die haben Waffen. Und so Zeug. Okay, das ist definitiv scheiße mit der Waffe. Okay. Yeah. Alles klar. Also Chatfliegen ist jetzt mit Maus und Tastatur auch nicht so einfach, wie ich gerade feststellen kann. Für mich ist es ja jetzt eher noch so ein Test. Wobei man mit den Chats wenigstens ausweichen kann, wenn ein... der Abschuss angedroht wird. Aber man natürlich wesentlich schneller am Boden landet und es dadurch ein bisschen scheißiger wird. Ah, jetzt kommt das spannende Finale. Wie wird diese Runde ausgehen? War irgendwie letzten Endes klar. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Mal schauen, was uns die Zukunft so bringt im Battlefield 4 Multiplayer Let's Play. In der nächsten Aufnahmesession hoffentlich auch mit GM. Und vielleicht sogar schon mit Treshark, das wissen wir noch nicht. Aber das werden wir dann sehen. Und damit möchte ich mich schon verabschieden und sage ciao.